So, meine Lieben, herzlich willkommen und guten Morgen aus Alanya, Mahutlar. Natürlich, heute befinde ich mich hier, und zwar bei der PTT, bei der Post. Hier holen wir unser E-Devlet. Das ist so eine App, wo alles hinterlegt ist, was man braucht in der Türkei. So genau weiß ich das jetzt auch nicht 100%, aber die wichtigsten Sachen sind da hinterlegt. Ich glaube sogar, wenn man eine Strafe bekommt und so, wenn man was zahlen muss, dann kann man da reinschauen und dann sieht man, was drin steht. Und jetzt gehen wir noch die Maut holen. HSG, glaube ich, nennt sie die. Bis nach Istanbul, weil wir das Auto überführen müssen. Dann gibt es so eine Nummer. Und die wird hier aufgeladen. Die Maut zahlt man im Voraus und dann klebt man das an die Scheibe. So ein Aufkleber. Und dann wird man da durchgelassen an der Rampe. Deswegen braucht man das dann nicht später nochmal nachträglich zahlen. Das kann man dann gleich machen und dann hat man das hinter. Man ladet es auf und ja, das war's. Die können das genau berechnen, was das kostet. Und jetzt müssen wir erstmal warten. Also sind sehr viele Menschen drin. 20 insgesamt. Und wir sind auch eigentlich früh dran. 10 Uhr, aber trotzdem sehr viel los. Aber nicht so wie früher, wo Schlangen gestanden sind. So, dann schaue ich mal, wie weit wir sind. So schaut das Ding aus. Das wird hingeklebt. Ich habe jetzt unten die Nummern verklebt oder zugedeckt. Das ist ja meine persönliche Nummer und deswegen wegen der Sicherheit. Also HGS nennt sich das. Und das klebt man dann an die Scheibe. Und ja, durch diesen Code kann man dann durchfahren. Genau, jetzt gehen wir rein. So, ihr braucht fürs E-Devlet euer E-Kamet und 4 Lira für 2 Personen. Also 2 Lira pro Person und eure Telefonnummer, eure türkische. Und dann bekommt ihr so einen Code und mit dem Code könnt ihr euch dann anmelden. Ich bin jetzt gerade hier Bazar, Samstagsbazar und jetzt gehen wir kurz frühstücken. Also ganz schön groß, der Platz. Da haben sie schon angefangen zu renovieren. Und es wird bestimmt interessant für uns alle, wenn das mal fertig ist. Da oben sind schon welche, man sieht ja, die arbeiten schon. Ich freue mich jetzt schon drauf. Endlich mal ein klimatisierter Raum, so wie ein Alanium. Da brauchen wir nicht mehr nach Alanya fahren, wenn wir die ganzen Geschäfte hier vor Ort haben. Ah, da oben sind welche. Die stellen grüne Flaggen hin. Ja, ja. So. So, frühstücken. Güzelim dünyası. Menemen. Zweimal Menemen, Chai. Nach diesem schweren Tag. Ungefähr 40 Minuten haben wir gewartet, bis wir dran gekommen sind. Und der, wo aufnimmt, sollte schauen, dass er es nicht im Gebäude aufnimmt, sonst gibt es Stress. Kann ich nur so sagen. Scheinbar ist doch verboten, innen aufzunehmen und außen auch. Und von daher, ja, alles gut. So, wir wünschen guten Appetit und ich könnte es auch mal probieren. Ist sehr lecker. Und wie man sieht, die aktuellen Preise: Tavukschnitzel 90 Lira, Menemen von 30 auf 50, Frühstücken 80. Ja, ist alles teurer geworden. Nochmal teurer. Getränke sind von 12 auf 15. Kaffee von 5 auf 10. Pommes von 20 auf 50. Ja. Ganz schön mehr geworden. Ja. Ah, oh, Taze. Ah. So, jetzt haben wir hier nochmal Obst geholt. Alles frisch. Und zwar hier, wo der Bazar ist, hier geht es zum Bazar links und hier, schaut euch mal die Feigen an, eine Handvoll, meine Hand, krass, alles frisch. Ist auch frisch. Gerade reingekommen, die Lieferung. Heute ist, keine Ahnung, was für ein Tag. Oh, Wahnsinn. Drachenfrucht.
Wo habe ich denn die Drachenfrucht gesehen? Ach, hier. Ein Papaya ist es, gell? Nein, was ist Mango? Mango. Ach so. Ja, Mango. Die schauen ja lecker aus hier. Die habe ich auch genommen. So viele verschiedene Pflaumenarten. Magst du die auch? Schöne Tomaten, schau mal, wie rot die sind. Wow. Schöne verschiedene Sorten. Und Zwiebeln. Krass, ey. Kartoffeln. Ja, wird. Kardisch. Ja. So, wie man sieht, in Migros gibt es Öl ohne Ende von jeder Sorte. Beim Wechselkurs von 18 kann man sich dann ausrechnen, was Sonnenblumenöl kostet und wie viele Sorten. So. Wahnsinn, gibt es alles. Und günstig. So, weil die das ja nicht mögen, dass man aufnimmt. Gehe ich nur kurz durch und schaue, was es gibt und kaufe noch, was wir brauchen. Hier, da es immer wieder vorkommt, dass viele sagen, es gibt kein Mineralwasser in Flaschen, aber hier überall Migros Mineralwasser, hier Mineralwasser in Flaschen, dann hier auch normales Wasser. Hier in Flaschen. Ja, alles. Flaschen, Glas. Deswegen wundert es mich gerade, warum die das sagen, aber keine Ahnung. Hier. Wow, ein Getränk mit Eis. Wie heißt es? Magnum Milchshake. Magnum Milchshake. Müssen wir mal probieren. Da gibt es eine gescheite Shisha. Chai, Wasser, ein schönes Getränk, ein rotes und ein grünes Getränk. Ich bin der Grüne. Der Grünenwähler. Und ein Wassertrinker ab und zu, ja. Und einen schönen Chai. Und so schaue ich aus nach 22 Uhr. Richtig heiß heute. Bis dann.